Im Gelände kann ihm nicht mal ein Hammer das Wasser reichen. Er ist der wahre Offroad-Großmeister. Der Unimog. Genau genommen steht sein Name für Universalmotorgerät. Seit über 50 Jahren der Inbegriff des robusten, allradgetriebenen Arbeitstieres von Mercedes. In diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten eine der letzten Bastionen deutscher Wertarbeit, die sich wenigstens am Stammtisch noch trefflich bejubeln lässt, wenn man schon sonst nichts zum Jubeln hat. Das Flaggschiff der Baureihe, der U5000, ein 218 PS starker 12-Tonner. Früher hieß es, mit einem Unimog kommt man überall hin, die Frage ist nur, in welcher Zeit. Doch von Behäbigkeit keine Spur. Die aktuelle Generation rollt seit 2002 vom Band. Eine Legende ist der Unimog aber schon lange. Er wird erstmals 1948 gebaut und trägt seit 1951 den Mercedes-Stern. Mit 25 PS und offenem Führerhaus tuckern die ersten Exemplare durch den Wald und verrichten im Nachkriegsdeutschland brav ihren Dienst. In den folgenden Jahrzehnten ergänzt Mercedes die Unimog-Familie durch größere und stärker motorisierte Modelle. Die Fahrzeuge bewähren sich weltweit unter härtesten Bedingungen. Ein Blick auf die Technik enthüllt das Geheimnis der Geländegängigkeit des Unimog. Das Zauberwort lautet Verwindungsfähigkeit. Dahinter verbirgt sich ein flexibler Leiterrahmen aus zwei U-Längsträgern mit Rohrquerverbindungen. Simpel, aber funktionell. Motor, Getriebe und Aufbauten sind beweglich gelagert und dadurch von Rahmenverbindungen entkoppelt. Portalachsen mit großer Bodenfreiheit in Kombination mit sehr langen Federwegen ermöglichen extreme Achsverschränkungen im Gelände. Wichtig für Traktion unter allen Bedingungen und entscheidender Faktor für das Weiterkommen. Weitere Geländegängerzutaten, vier riesige Räder, kompakte Abmessungen, Allradantrieb mit Differentialsperren vorne und hinten. Durch die flexibel ausgelegte Rahmenkonstruktion hält das Fahrzeug extremen Belastungen stand, ohne zu brechen. Achten Sie mal darauf, wie sich die Pritsche gegenüber dem Fahrerhaus verschiebt. Über die Hälfte aller jemals gebauten Unimog befinden sich noch heute im Einsatz. Die Allradplattform bietet sich als Basis für die verschiedensten Einsatzzwecke an. Mit Untersetzungsgetriebe kann man ohne schleifende Kupplung 0,1 km/h langsam dahin kriechen, als Zweiwege-Zugfahrzeug die Rangierlok ersetzen und ganze Eisenbahnzüge schleppen, den Unimog einfach nur als wendigen LKW benutzen oder über Zapfwellen eine Vielzahl verschiedenster Geräte betreiben. Offroad-Testgelände in Oetichheim. Wir wollen sehen, was ein moderner Unimog wirklich drauf hat. Zum Warmmachen spurtet er eine steile Treppe hinauf. Doch diese Übung ist für den U4000 nur Routine. Wir fahren jetzt 80% runter. Ersten Gang. Kupplung, Allrad, Differentialsperre. Dann nur mit der Motorbremse und Fußbremse leicht unterstützen. Für den Beifahrer heißt es jetzt irgendwo festhalten. 15 Meter geht es abwärts. Der eine, wo es nicht gewohnt ist oder wo es doch nie gefahren ist, ist das doch schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Da kriegt dann schon Bedenken, dass er das heil überlebt. Mitten in der Steigung anhalten und wieder rückwärts rauf? Überhaupt kein Problem. 80% Gefälle entlocken dem Unimog nicht mal ein Achsenzucken. Jetzt kommt die ultimative Bewährungsprobe. 45 Grad Hangneigung oder anders ausgedrückt 100% Steigung. Und er beißt sich rauf, dank pneumatischer Differentialsperren und Reifendruckregelanlage. Doch die Steigung erklimmt er nur unter Idealbedingungen auf dem Testgelände. Der Asphalt ist staubtrocken und speziell präpariert. Bei Nässe hat der Unimog keine Chance. Betonklötze von mehr als einem halben Meter Höhe, rechts und links versetzt. Der Allradantrieb wird zugeschaltet. Plötzlich dreht das Vorderrad durch. Der richtige Gang gewählt. Differentialsperre.
Und dann geht es im ersten Gang über das Hindernis. Mit gesperrtem Vorder- und Hinterachsdifferential befreit sich der Laster. Natürlich entspricht das Hindernis in seiner Beschaffenheit genau dem Verschränkungsvermögen der Achsen. Doch leider ist die Natur nicht Unimog genormt. Außerhalb des Testgeländes sieht's dann schnell anders aus. Sperren raus, Allrad raus, die elektronisch-pneumatische Schaltung berechnet abhängig von Drehmoment und Drehzahl den optimalen Anschlussgang. Jetzt wird es, im wahrsten Sinne des Wortes, schräg. Egal ob im Nassen oder Trocknen, bei 38 Grad Schräglage steht der Unimog immer noch sicher auf allen Vieren. Vom Umkippen ist er noch weit entfernt. Trotzdem könnte ein Beifahrer jetzt mit ausgestreckter Hand durch das Wasser streichen. 177 Diesel PS und 675 Newtonmeter Drehmoment mobilisiert der U4000 aus 4 Zylindern mit 4,2 Liter Hubraum. Dazu 8 Gänge vorwärts, 6 rückwärts. Im Wasser gibt es dank Schnorchel bis 1,20 Meter Tiefe kein Verschlucken. Beim Überqueren des Walds wird deutlich, wie sich das Fahrgestell unter der enormen Belastung verwindet. Ein Hammer fehlt noch, der Preis. Mercedes lässt sich die Technik teuer bezahlen. 100.000 Euro darf man rechnen für einen U5000, wobei der Preis stark schwankt, je nach Verwendungszweck und Ausstattung mit Zusatzgeräten. Aber dafür kann man parallel zur Autobahn fahren und sich die Lkw-Maut sparen.